Hallo und herzlich willkommen zum 10-Jahres-Special von meinem Kanal vom Neoras. 10 Jahre. 10. 10 Jahre. Ich habe das Ganze 2011 angefangen. Ja, da muss man mal ein bisschen drüber sinnieren. Ich habe diesen Kanal erstellt ein halbes Jahr, bevor Skyrim rausgekommen ist. Es gab damals kein GTA 5, kein Fortnite, kein PUBG, gar keine Battle Royales, ja. Minecraft war ein ganz großes Ding. Ja, und ein 14-jähriger Schwachkopf kam auf die Idee, damals Gothic-Videos auf YouTube zu veröffentlichen. Krass. Wenn man sich überlegt, was so eine Dekade eigentlich ist, was da alles passieren kann in der ganzen Zeit, da wird man nachdenklich. Ja, da sitzt man sich abends ans Feuer zu sein, Mitgefangenen, ne, und denken ein bisschen drüber nach. In den letzten 10 Jahren ist ziemlich viel passiert. Und ich nehme ja diese, ich sag mal, Jubiläen oder die Kanalgeburtstage immer zum Anlass, um mich zu bedanken bei euch, dass ihr immer noch meine Videos schaut, dass ihr Spaß dran habt, dass es euch erfreut, weil das ist für mich die größte Freude, dass ich jemand anderes erfreuen kann, vielleicht zum Lachen bringen kann, unterhalten kann. Das sollte ja das höchste Gut sein, ja? Eines YouTubers oder eines Entertainers oder wie man es auch immer nennen will. Ja, jetzt sind wir unermüdlich 10 Jahre später immer noch am Gothic-Modifikationen präsentieren hier auf meinem Kanal. Ich war ja wohlgemerkt, ihr könnt mich korrigieren, wenn es falsch ist. Ich war der Erste, der das gemacht hat. Der allererste, der auf YouTube speziell Gothic Mods Let's Played hat. Damals noch Let's Plays, ne? Da stand man ja hinter diesem Begriff. Heute hat man sich davon wieder abgewandt und das Ganze ein bisschen professionalisiert. Und belässt es einfach bei kommentiertes Gameplay. Früher war das nicht so professionell. Die Let's Player-Szene war sehr, sehr klein, auch ganz zu Beginn. Mich würde ich zum Beispiel zur ersten größeren Welle zählen, die dann dazugestoßen sind. Also als ich quasi noch stiller Beobachter war, vom YouTube 2010 rum, Anfang 2011, da gab es nur eine Handvoll Let's Player. Da gab es noch so richtig authentische Granaten damals. Funk Royale, der tolle Igel, Alligator 1024. Das sind Namen, die sagen heute wahrscheinlich niemandem mehr was. 10 Jahre ist es her, ich komme mir vor wie ein alter Sack. Aber damals, wie gesagt, 2011 war ich 14 Jahre, ja, da war man in der Mittelstufe, also ich war in der Mittelstufe am Gymnasium und da fand man das einfach klasse, dass es auf einmal Leute gab, die da so Videos gemacht haben auf YouTube und haben dabei Spiele gespielt. Da musste man sich die Spiele selbst nicht mehr kaufen oder wurde einfach gut unterhalten. Da gab es auch noch einen Kanal damals, der hieß The Player News. Der hat immer so über die neuesten Let's Play-Entwicklungen in Deutschland berichtet. Ja, 7000 Abonnenten. War damals mittelgroß, hatte der Kanal. Der hat einen immer auf dem neuesten Stand gehalten. Was sind heute 7000 Abonnenten? Was wir für Größenordnung mittlerweile erreicht haben. Ja, was alles mobil gemacht wurde im Sinne von YouTube. Jeder benutzt YouTube dauerhaft immer. Ohne Pause. Ja, und jeder erstellt auch einen YouTube-Kanal. Und damals, das weiß ich noch genau, da wurde auf The Player News auch damals ganz große Headline: Gronkh überholt CK. Das waren, glaube ich, bei ein paar 20.000 Abonnenten oder so, wurde es dann. Er hat dann Gronkh quasi die Nummer 1 belegt an Abonnentenanzahlen, an Let's Playern in Deutschland. Gronkh, ja. Gronkh und 25.000. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was das für Größenordnungen waren. Da wurde das Ganze beflügelt, gerade durch den aufkommenden Minecraft-Hype. Ne? Minecraft war damals der Shit. Das ging raus wie geschnitten Brot. Das war nicht mehr normal. Das hat so ein bisschen die YouTube-Landschaft und auch die Spielelandschaft extrem revolutioniert. Also großartiges Spiel, muss man dazu an der Stelle auf jeden Fall nochmal erwähnen.
Und so hat sich das Ganze dann quasi auch in meinen Freundeskreis hineingetragen. Von den Minecraft-Let's Plays oder von Let's Plays generell waren viele Freunde von mir damals, wie gesagt, siebte oder achte Klasse oder so irgendwas, extrem fasziniert. Damals hatte auch noch nicht jeder einen eigenen PC. Ich schon. Und ich kannte mich ein bisschen mit PCs aus. Und da kamen dann Freunde auf mich zu und haben mich gefragt: Hey, denkst du, wir könnten bei dir solche Videos auch produzieren? Und ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Wie gesagt, bin eigentlich eher der stille Beobachter gewesen. Und habe mir dann halt gedacht: So, ja, können wir mal schauen. Das kriegen wir bestimmt irgendwie gemanagt. Und da kamen dann nachmittags Freunde zu mir und die haben dann ihre Videos, die sie auf ihren Kanälen hochladen wollten, bei mir aufgenommen, ja, an meinem Setup quasi. Ja, man war halt noch Kind oder Jugendlicher, ne? Das war einfach schön. Wie gesagt, die hatten entweder einen Gemeinschafts-PC, sprich, da hat die ganze Familie an einem PC gesessen. Es gab keine Tablets, es gab keine großen Smartphones, keine Mobile Games, das war eine andere Zeit vor 10 Jahren. Also es gab sie schon, aber es war noch kein großes Ding. Ja, das war eine Zeit, da gab es auch keine massenweise Bluetooth-Boxen, ja, keine LED-Streifen, die sich mittlerweile jeder ins Zimmer hängt. Ja, überlegt euch das mal, einfach ganz anderes Setting. Ja, und dann kamen dann so verkorkste 13- und 14-Jährige. Haben wir uns dann bei mir versammelt und haben irgendeinen Quatsch aufgenommen. Ja, Minecraft, ja, League of Legends war damals auch schon eine große Nummer, nicht die größte oder die Größenordnung, die sie jetzt erreicht hat, aber es war schon eine große Nummer. Ja, und da haben wir da dann so Videos aufgenommen. Und ich war eigentlich eher so der Passive dabei. Ich kam auf die Idee gar nicht, wirklich Let's Plays machen zu wollen. Aber das Setup war meins. Die Tools waren da, da habe ich mir einfach gedacht, am 14.06.2011 habe ich mir gedacht, komm, machst du auch einen Kanal auf? Ja, und dann dachte ich mir, was ist mein Spezialgebiet, was zocke ich, worauf habe ich Bock, was würde ich aufnehmen wollen? Ja, naheliegend, ne? Natürlich Gothic. Gothic 1, Gothic 2 und generell halt in Richtung RPGs, ne? Und es gab halt viel, viel zu Let's Play, ne? Diese ganzen Modifikationen, die ich auch so schon kannte, die mussten halt gespielt werden. Und ich weiß noch, ich war auch damals wie ein Wahnsinniger aktiv. Da war das auch, das ging auch noch alles ohne Konzept. Ja, ich habe eine Session aufgenommen, damals gingen die Videos auch nur bis 15 Minuten. Die gingen nicht länger. 15 Minuten war Schluss. Heute ist ja unbegrenzt für jeden gefühlt. Aber die Parts konnten nur 15 Minuten lang sein. Ja, und ich halt, komme von der Schule nach Hause, nehme eine Stunde auf und knall direkt 4 Folgen an einem Tag hoch. Jeden Tag 4, 4, 4, zack, zack, zack. Heute mache ich das halt gestaffelter, ne, nach einem gewissen Konzept. Ja, auch man selbst als kleiner YouTuber professionalisiert sich dann im Laufe von 10 Jahren. Man wird halt auch ein bisschen älter und checkt dann auch, dass das Ganze auch ein bisschen mehr System hat, wenn man vielleicht mal auf Vorrat aufnimmt und präsentiert oder veröffentlicht jeden Tag ein Video, das funktioniert. Ne? Und ja, so hat sich das Ganze halt entwickelt und jetzt stehen wir heute hier, wo wir stehen. Ich war ja auch die ganze Zeit über nie alleine, wenn man so will. Ich glaube, so 2013, 2014 rum hat ein guter Schulfreund von mir, der Padde, auch mitgemacht auf diesem Kanal. Dem habt ihr zum Beispiel die Projekte zu verdanken, wie, ich glaube, was war das damals? FIFA. Vielleicht war es auch schon FIFA 16, also vielleicht war es schon 2015. Also dazu kam, also auf jeden Fall, ich glaube, FIFA 16 hat er ein paar Gameplays hochgeladen. Black Mesa hat er gespielt. Und Battlefield 4 mit anderen Freunden von uns. Und die sind auch noch alle auf dem Kanal. Also, ich habe mich ein bisschen, oder wir, sage ich mal, haben uns auch ein bisschen von Gothic abgehoben. Gut, ich wollte jetzt als Beispiel bringen, ich habe auch Elex Let's Played, aber das lasse ich jetzt nicht gelten, weil es auch Piranha Bytes ist. Aber genau, und im Laufe der Zeit, ich habe auch ein bisschen Battlefield 1 ein paar Folgen hochgeladen. Also nicht nur reine Rollenspiele oder ganz steif nur Gothic und Gothic Mods. Natürlich hauptsächlich, also 95% aller Videos, vollkommen klar.
Aber so war das Ganze. Irgendwann, ich glaube 2017 oder so, hat dann der Kevin, der Mystic Fire, auch die Idee gehabt. Auch ein persönlicher Freund von mir hat mich gefragt, ob er denn da auch mitmachen könnte. Und ich habe mir gedacht, ja, klar, das kannst du gerne machen. Er hat auch viele Konzepte gehabt und Ideen und sogar ein Gewinnspiel veranstaltet. Aber sowohl bei Pater als auch bei Kevin sollte das Ganze wohl keine dauerhafte Sache sein. Und so bin ich dann hauptsächlich allein unterwegs bei meinen Videos. Aber in den vielen Multiplayer-Spielen, die ich spiele, gerade auch bei den ganzen Specials, waren immer ein Haufen Leute dabei, mit denen ich Mods Gaudi hatte. Scriblio war auch immer mega. Ja, also Montagsmaler mit einem Haufen bekloppter Leute, die man kennt, dann zusammen da zu spielen, war immer eine Riesenfreude. Und jetzt auch zum Beispiel hier im Anschluss ans 10-Jahres-Special habe ich für euch natürlich wieder einen Haufen Clips. Ein paar von mir, von Walle, von Lukas, von Simon, von Freunden von mir, die im Laufe der Jahre halt einfach ein paar Clips gemacht haben, während wir halt einfach gemeinsam zocken waren. Und die sind halt teilweise richtig, richtig witzig. Und ich bin jemand, ich mache eigentlich gar nicht groß Clips. Ne? Ich verwende quasi, wenn dann, Materialien aus Dingen, die ich eh aufgenommen habe. Und die sind auch ein paar Jahre jünger als ich. Ne? Die klippen mittlerweile alles. Ne? Die klippen alles. Irgendwas passiert im Spiel, die schmeißen irgendwie Nvidia GeForce oder sonst irgendwas an und speichern sich die letzten 30 Sekunden, zack, und schon sind sie da. Und deswegen im Anschluss hier ans Video ein paar Ausschnitte und Clips aus dem vergangenen Jahr, beziehungsweise aus den vergangenen Jahren. Da schneide ich euch ein bisschen was zusammen. Und ich hoffe, ihr habt daran Spaß. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch. Bedanke mich für die megamäßige Zeit, für die letzten 10 Jahre auf YouTube. Und hoffentlich macht uns YouTube oder irgendwelche anderen politischen Entscheidungen uns das Leben auf YouTube nicht schwerer. Selbiges gilt für den Algorithmus. Und ja, dann klinke ich mich aus und wünsche euch noch viel Spaß bei den jetzt im Anschluss kommenden Clips und Ausschnitten. Bis dahin habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ein neues Projekt heute hier, Battlefield Bad Nein. Company 2. Oldschool Shit am Nein. Start. Nein. Halt's Nein. Maul. What the fuck? Der nimmt das hinten schon ein. Ich bin noch eben was herausgefahren. Oh. Los, ich hab die Laterne umgefahren. Komm, 1 gegen 1, Junge. Komm Wo her! bist Boah. Ist überfahren. Nein! Da ist er! Ich hab dich! Nein! Ja. Guck mal hier, wie dumm du aussiehst. Wurde wieder belebt. Nee, bei mir stehst du einfach. An dem Kalt. Kopf ist beim Wegfahren gegeben. Das ist mein Auto. Alles klar, merke ich mir. Das war so ein Scheiß. Das war zum Beispiel das war komplette Kacke. Stopp, das ist krieg das Alex. Das sah so dumm aus. Ja, warte.
Junge, was ist mit dir? Verpiss dich! Du bist so ein Troll. Oh, das ist ein Trigger, oh, das ist ein richtig Trigger. Ich bin der beste Halber, Digga, den es gibt, Alter. Ehrlich, du machst doch hier momentan eh nix. Geh weg, also in den Keller und guck dann, wenn du dann Items hast, dann kannst du ja zurück. Hör auf! Stink ich, wenn ich zocke. Oh, ich wurde erschossen. Unfair gestorben. Ja, ist doch so. Er macht immer. Dario? Das ist 50% auf Dario. Das ist Traitor, bist du? Nein, ich bin kein Traitor. 50%, das ist echt ne. Ah, ich hab das extra. Was? Ich hab das extra. Weh? Da unten war das noch. Dennis, ich glaube, du bist Jester, wenn ich ehrlich bin. Echt? Ja, natürlich. Junge, der rennt die ganze Zeit in die Explosion fast. Warte mal, ich glaube, Lukas ist es, der ist im Tower. Weißt du was? Traitor. Balle, spür mein Double. Man sieht den. Boom, boom, boom. Oh mein Gott! Oh, sorry. I'm sorry. Ich hoffe, es stört keinen, dass ich gerade meinem Pimmel rumspiele. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ah! Halt doch dein Maul, Alter. Oh fuck. Junge, ich schwör's dir, du hast doch Dennis weggemacht, du Sack! Nee, hat er nicht. Hat er wirklich nicht. Entweder war es Dario oder Walle, weil die laufen beide in der Richtung. Und da kommt. Oh Gott. Oh Gott, ich hab ne Shotgun gehört. Ah ja. Weg mit dir. Du könntest mich auch heilen, du blöder Wichser. Bist du denn? Lol. Ich hab doch gesagt, ich war vergiftet. Gib ihm doch eine Cure, gib ihm eine Cure. Ah, Dario ist weiter. Fuck. Hä? Was? Hoffentlich brennt es sich nicht durch die Kleidung! What? Gut, ob wir geschossen sind. 26 geteilt durch 11 ist doch genau 3. Nee, oh Mann. Peter Altmaier. Ist hier der Mann sympathisch? Also, ich meine, guck dir den Mann an, wie kann der dir nicht sympathisch sein? Du bist einfach da, wie da hingesetzt und vergessen, Alter. Der kommt dann aus dem Stuhl raus, Alter. Ja, ist echt so. Was ist denn so ein Scheiß? Und das Gehirn kostet. Talk, Mann. Junge, Dario hat so delivered. Jetzt ist Brot geklaut. Das ist geil. Das ist sehr geil. Das ist sehr geil. Dario hat die Boys gemalt, Alter. Du hast die Boys gemalt. Ich seh's jetzt, dass du Legende, Digga, die Boys. Der hat die Boys gemalt. Ja, absolut geil. Diese Haie, Digga. Diese Haie. Diese Haie. Das hab ich gekriegt, ich bin sauer. Ich bin sauer.
absolut geil. Okay. Junge, absolut okay. geil. Junge, absolut geil. Ich bin der Kurt aus der Kuritze emporsteigt, was? Oh Mann, fuck. Hast du eine Kuritze? Genau so hab ich das auch. Der Kurt aus der Was ist eine Kuritze? Das ist eine Kuritze. Ich wollte Couchritze machen. Scheiße, also, scheiße, der ist geistkrank. Du hast der Scheiß angefangen, Mann. Guter Gong, guter Gong. Gut. Das ist das. Die Zwiebel sieht ja geil aus. Jetzt weiß ich, was abgeht. Jetzt weiß ich, was abgeht. Oh, ich hab's gar nicht gelesen, was da draufsteht. Die Jam ist gerade drauf. Fast in den Tower geflogen. Ich zerstöre die Ware und da sehe ich uns. Auf geht's, ab in die Stadt, Simon. Er wird sich freuen, wenn er sieht, dass zwei Laser auf uns kommen. Hey, geil, jetzt halt. Hallo, lost. Alter, Dill, wie cool ist das mit diesem komischen, weißt du, wir fliegen so. Digga, Formation. Formation. Wir gehen so. Rechts abdrehen! What the fuck? Genau den gleichen Anfang. Oh nein, Simon, dich will ich nicht treffen. Polizeisperre, was läuft denn hier ab? Till. Breath. Oh! Hä? LOL! Hä? Hey, Bug bei mir! Hä? Junge, was ist da gerade passiert? Ah, Digga, unser altbekannter guter Spot hier. Oh, da war ein Heli oben drauf, das gehört sich nicht so. Wir ziehen durch. Ah, da läuft einer vor uns. Vor uns läuft einer. Hab ein. Hab zwei. Hab drei. Was? Du nimmst jetzt die scheiß Bombe und gehst auf den Spot. Ja, noch 10 Sekunden. Ja, Spotfeuer, los, renn! Nimm's Messer raus! Nimm's Messer raus, Walle! Drück 4! Drück 4! Du Versager, Walle! Du dummer Versager! Digga, der Till meint, um in dem Spiel Headshots zu machen, muss ich auf die Brust zielen. Was ist mit ihm? Nein, das ist nicht ganz richtig. Warum sitzt er wie so eine Nutte da hinten? Ist das witzig? Ja, dann kommst du doch hier auch nicht rein, du Spaß. Wenn ich sterbe, ist es Manuel. Wir kommen hier wieder raus, okay? Du bist später, wir kommen hier raus. Das sag ich dir nicht. Ihr bist so dumm. Nein, man kann da, jeder kann da raus. Jeder. Mit der Schrotflinte. Okay, ich. Lol, die Viper waren Indo, aber. Ich geh hier hin. Oh, Achtung! Oh, okay, der war's nett. Oh, was ist das? Er ist von drin. Lol, ich geh in den anderen Raum. Auf die andere Seite. Ja, alle genau ins Glashaus, kommt. Nix, alle ins Glashaus, verpiss dich! Digga, weg. Detective, Junge. Achso. Ja, Detective. Ich will nicht, dass ihr jetzt hier Scheiße baut. Kommt. Nein, wie, was kommt? Wie nimmst du denn jetzt noch mit? Junge. Ich kam gerade ein Thomas rübergeflogen, Alter. Wo, von wem denn? Warte. Keine Ahnung, aber der ist alles bei euch oben. Ich bin ganz woanders. Also Robin? Also Lukas war woanders, auf jeden Fall Bruder, nett, aber der könnte ja trotzdem das Zweite sein. Ich bin? Ganz bin woanders hier. Hört sich aber an, als hättest du... Dario. Warte. Rüber. Was denn? Willst du wissen, wo ich war? Da war Thomas. Halsmaul, Alter, Halsmaul. Wir verstehen. Fuck! Nein! Ja, das stimmt schon. Er ist unglücklich gestolpert, Detective. Er ist unglücklich gestolpert. Wir gehen alle zum Lukas, der denkt ja, er kann snipen. Wir gehen alle zum Lukas, dann kann er nicht snipen. Nein, ihr seid Homos. Ich verteidige diese Leiter. Nein! So, Manuel, geh mal hier an die Klippe. Du machst jetzt den ultimativen Test. Du wirfst jetzt deine Waffe hier runter. Okay. Das ist der ultimative Test. Aua, was soll denn das, Mann? Junge, ja,
Ja, einmal neu gestartet. Ich bin ja der stärkste Mann der Welt und die stärkste Mann der Frau das gleiche Gewicht zu machen. Stärkste Mann der Frau. Stärkste Mann der Welt und stärkste Mann der Frau. Manuel, genau, Manuel, nur für dich. Mein Lieblingszug. Manuel, Manuel, Manuel. Manuel, Manuel. Manuel, 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 Manuel. Manuel, Manuel.